ich dachte, du springst, du Depp. Ja, so sieht ein Sprung aus. Und so, mein Freund, so sieht ein Abgrund aus. Das Finale steht an von Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Und wir spielen es mit wenig Batterie, denn die Challenge des heutigen Tages ist es, den Part zu überleben, ohne dass die Batterien den Geist aufgeben. Und abgesehen davon, am besten noch Bosse zu besiegen. Und ich wollte eh keinen Propeller mehr haben, weil Eisboom ist ja ganz vorteilhaft. Stirb, drecksig, elendiges. Oh Gott. Ja, das letzte Castle macht nochmal ein bisschen Druck. Ich glaube, da unten gibt es hübsche blaue Münzen, wenn ich mich nicht irre. Genau. Bei deinem P-Switch ist. Ach du Schande, ach du Schande. Ja, leg mich doch am Arsch. Well, lauf, 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 lauf. Uah. Aber nochmal 99 One-Ups. Drei Summen. Gut, die Stille ist nicht so schwer. Wenn die Feuersäule allerdings länger, wäre es schon ein bisschen schwierig. Gut, das interessiert mich jetzt nicht weiter. Abgesehen von dieser Münze. Die interessiert mich allerdings schon. Genau. Ja. Das einzige Problem, was ich jetzt ehrlich schon mit dem NSMBB-Finale habe, ist einfach das. Es gibt keine andere Castle-Musik. Ich meine, das Castle ist zwar jetzt ganz schön und so, aber wirklich was Spektakuläres ist es jetzt nicht. Ich finde, das hätte wirklich was gebraucht, was so ein bisschen so. Ja gut, schon ein bisschen was hervorsticht, dazu, was es in anderen der Form nicht gibt. Also ich meine, so einen Raum wie den hier gibt es jetzt nicht in anderen Levels, so ist ja nicht, aber ich meine einfach auch eine eigenständige Musik einfach. Eine, die es zu einem auch klar macht, von wegen, oh, du bist beim Finale und von wegen, oh, da drüben ist eine Starcoin, die solltest du ein bisschen mitnehmen. Und die wirst du nicht kriegen. Allerdings mit einem Warjump wirst du kriegen. Oh. So. Und ich glaube, bei den Münzen ist die Röhre, wo ich rein muss, genau. Und dann hätten wir das auch schon. Und sind da. Ich glaube, jetzt kann man sich zwischen Eisblume und Feuerblume entscheiden. Oder gibt es nur eine Feuerblume? Ist auch egal, wir nehmen auf jeden Fall die Feuerblume. Ja, ich könnte jetzt Bowser natürlich mit Feuerbällen besiegen. Aber ehrlich gesagt dauert das viel länger. Ich warte einfach, bis er einmal springt und dann geht zu ihm zur Sache. Wenn man versteht. Natürlich wieder, wie in den klassischen Mal ist auch, kleine Flammenspielchen. Aber das war's dann auch schon. Da ist er auch schon. Oh, und Peach weint. Ist aber ein bisschen geschrumpft, will man meinen. Obwohl ich denke, dass es kein großes Geheimnis ist, was hier passiert, ne? Oh, ich dachte, du springst, du Depp! Ja, so sieht ein Sprung aus. Und so, mein Freund, so sieht ein Abgrund aus. Ja, läuft doch. Abgesehen davon, dass uns nur eine Starcoin fehlt. Naja, habe ich wohl vergessen, ne? Kann man jetzt nichts dran ändern. Peachy? Wird's heute noch was? Nein, wird es nicht. Oh mein Gott. Überraschungslevel over 9000. Es ist Karmic. Und er wird Bowser. Nein, was macht er nur mit Bowser? Was passiert hier? Nein, das ist doch gar nicht zu fassen. Wird Bowser etwa. Er wird riesig. Ja, okay. Nee, aber im Ernst. Ich meine, es ist ein bisschen wie. Das Spiel ist jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber bereits damals war. Das nun weiß Gott nichts mehr Spektakuläres, wo die Fans gesagt hätten. Oh mein Gott! Das hätte ich niemals geglaubt. I can't believe that! Sondern die haben auch nur gesagt, ach Leute, lasst euch mal wieder was einfallen. Das gibt's ja nicht, was macht ihr? Scheiße, Moon! Oh Gott. Aber hier ist auf jeden Fall die dritte Starcoin, dann hätten wir auch das mal. Bowser? Bowser? Hat noch was? Hat vielleicht irgendwie? Danke. Stimmt. Ja, du nimmst mir gerade bloß ein bisschen Platz weg. Danke. Und dieser Block ist überlebenswichtig. Den unbedingt aktivieren, denn hier ist das Item drin, das euch die ganze Sache tausendfach, milliardenfach vereinfacht. Weil mit dem Ding hat Bowser an sich gesehen wirklich keine Chance mehr.
das aus, aber tatsächlich fast. Wow. Geh weiter, Mario. Boah, fuck. Man muss halt bloß auch mit der Lava extremst aufpassen. Oh, her! Hallo, das ist nicht die Hand Gottes, Mario, das ist die Hand Bowsers. Sag mal, wird's heute noch was? Ja, wird's Otzer haben mit deinem Tod. Auf Wiedersehen, du Mongo. Ja. Und tschüss. Ich weiß ja nicht, was das für ein Mechanismus ist. Aber er schlachtet ihn ab. Der Hintergrund ist allerdings wirklich cool, muss man sagen. Mario positioniert sich schon mal. Weil jetzt geht's gleich zur Sache. Oh yeah! First 3. Ja. Also mit dem Propeller ist es wirklich kein Problem. In another, zu dem Hack, hat man da ja eine Feuerblume reingepackt. Dadurch war es ein bisschen kniffliger und der Parcours war auch ein bisschen schwerer. Aber das geht so ein bisschen. Ich habe ihn gar nicht mehr so richtig im Kopf, aber da waren, glaube ich, Bumerang, Feuerbrüder und das. Okay, Feuerbrüder glaube ich nicht, aber es war definitiv ein Bumerang-Bruder dabei. Zumindest habe ich den im Kopf. Ja, das war schwieriger, aber das Original-Finale, also das hier. Naja, gut. Ich glaube, auch ohne Propeller wäre es sehr gut schaffbar. Ja, Mario hat sich wohl auf dem Weg nach draußen nochmal treffen lassen, weil unser Propeller ist jetzt mal eben weg. Damit kommt jetzt Luigi. Endlich ist die Verstärkung da. Yo, Bro, wie sieht's aus? First Class Light. Es wäre aber sehr nett, wenn ich dieses Mal mitfliegen dürfte, nachdem ich im Hack ein bisschen diskriminiert wurde. Ey, Bro, du kennst doch die Sache. Hier ist nur Platz für zwei. Bro. Bro! Warum bist du immer so gemein zu mir? Ja, du bist ja nicht ganz ohne Freunde, Luigi. Nee, Mario hat Alzheimer. Sorry. So wird das nichts. Geheimwelt. Oh mein Gott, wovon könnte sie nur sprechen? Edward Inc. Credits. Perfekte Überleitung, aber. Nein, aber hier sind sie. Die spektakulären Credits. Aber ich finde die eigentlich hier richtig cool und wie Mario Updates. Oh yeah. Nein, worum geht's hier? Es dürfte eigentlich bekannt sein. Man muss die Entwickler zerstampfen. Und dafür kriegt man Geld. Und am Ende wird dann halt der Rekord angezeigt von dem, was man da eben rausbekommen hat. Wenn man Glück hat, findet man eben auch Münzblöcke. Plus ich hab grad nur ein klein wenig Pech. Sag mal, jetzt heute noch was. Ja, meine Fresse! Finde ich auch mal irgendwo hier einen Münzblock? Nö. Also ein bisschen finde ich was, aber ich habe jetzt gerade mal 20 Münzen. What the fuck? Kommt ja mal irgendwo Geld? Hallo? Es kommt nichts. Das gibt's doch nicht! Das Spiel will mich gerade verarschen. Na also! Gibt's doch nicht! Ich find hier kein Geld. Alter! Jetzt will ich arschen. Ernsthaft? Geld! Geld! Und schon wieder unten. What the hell? Ja, da wäre jetzt Geld drin gewesen. Natürlich. Nein, da wollte ich gar nicht hinstampfen. Ach, fick dich doch. Aber ich finde die Musik ehrlich gestanden richtig cool. Nein, das ist nicht nur eine Reihe. Meine Fass. Was machst du denn, Mario? Mal kommt ja auch mal irgendwo wieder Geld. Das gibt's ja nicht, wie schlecht ich gerade bin.
Ihr wollt wahrscheinlich ein Fazit hören, aber das kriegt ihr erst im letzten Part wirklich nach der Spezialwelt. Nämlich im Level 9.8. Das ist so ein mehr oder weniger Bonuslevel, zumindest sieht so aus. Oder zumindest so ähnlich aufgebaut, weil es verdammt einfach ist. Da kommt dann das Fazit zum Spiel, wenn ich irgendwie dazu komme. Im Moment war es das auf jeden Fall mal mit dem Finale vom Spiel. Was ich dennoch richtig cool fand. Aber mit den heutigen Verhältnissen kann es definitiv dann nicht mehr mithalten. Weil heutzutage lässt sich Nintendo dann schon was Besseres einfallen. Und wenigstens am Ende nochmal eine schöne Goldader gefunden. 169, das ist aber, weiß Gott, nicht gut. Nochmal schön positioniert. The End. Ja. Ach. Meine Welt. Ich sterbe. Los, du stirbst nicht. So sieht's aus, wenn man stirbt. Hippipra! Jo, ich schätze mal, das ist die geheime Welt. Das Spiel wurde gespeichert, bla bla bla. Von nun an können wir auch wann immer speichern, wann wir wollen. Und ich sehe, es ist tatsächlich noch Zeit, mit Welt 9 anzufangen. Dann machen wir das auch. Und wir haben 3 glitzernde Sterne, das ist sehr schön. Ein einziges Mal ist der Superassistent-Block aufgetaucht. Ja, Batterie, steht ein Leben. Und die ganzen Tortoises sind respawned. Und, oh fuck, jetzt hätte ich es fast vergessen. Die Kanonen, stimmt, die können wir jetzt noch machen. Dann zeigen wir jetzt mal die Kanonen. Welt 1. Wo schießt uns das Ding hin? Welt 5. Okay. Nehme ich so zur Kenntnis. Dann mach mal deinen Job. Blitz! Und wir landen in Welt 5. Yay! Aber es geht ja noch weiter. Nämlich mit Welt 2. Dort gibt es ja auch eine Kanone. Ja, die Tortoises sind jetzt nur rot, aber wenn man Welt 9 noch löst, dann kriegt man werden die Tortoises blau und man kann sie beliebig wann auch immer betreten. Oh yeah! Auf nach Welt 5. Jo! Ich finde das Super Mario 64 Kanonengeräusch auch so geil, dass die da eingebaut haben. Und dann machen wir doch gleich mit der Kanone in Welt 5 weiter. Wäre zumindest ganz empfehlenswert, oder? Jetzt muss ich bloß mit dem Vieh aufpassen. Oben oder unten? Ich spüre die Präsenz von ihm unten. Du bist ein Arschloch, ein blödes. Es muss jetzt nach oben gehen. Meine Güte. Weißt du ganz genau, dass ich dich eliminieren werde? Meine Fresse. Bestimmt ist nur Zeit. Drecksding, elendiges. Meine Güte. So. Und gleich geht's auch schon weiter mit der Kanone eben. Und was ich vielleicht auch noch gar nicht gezeigt habe, wenn man Welt 5 gelöst hat, tauchen auch die Ranken nicht mehr auf. Also man kann beliebig sich jetzt frei in Welt 5 bewegen. Weil die Ranken weg sind. Wollte ich auch nochmal erwähnt haben. Ach ja, gute alte Welt 5. Jetzt bloß ein bisschen lame, dass immer die Overworld-Musik bei den Kanonen spielt. Hätte man da nicht vielleicht ein bisschen sich zu spezialisieren können? Na egal. Die schießen uns jedenfalls zu Welt 8. Wo jetzt das Pausenschloss eigentlich blau sein müsste. Hier müsste eigentlich alles blau sein, weil hier gab es auch keine Tortoise. Ja, in Welt 8 gab es keine Tortoise, wenn man aufgepasst hat. Ja, das Pausenschloss ist blau. Und sogar, das hätte man ja auch nicht vergessen, hat jetzt eine weiße Flagge. Cool. Wenigstens muss man hier Bowser nicht zweimal besiegen, so wie in gewissen anderen Spielen.
Und oh Gott, nein, wir drei. Das könnte jetzt auch nochmal lustig werden wegen euch, Heinlein. Oh Gott. Nein, nicht zurückgehen! Spast! Oh, sich an denen vorbeizuschleichen ist echt so gut wie unmöglich. Ich musste untenrum gehen, weil ich geradeaus weitergegangen, hätten die sich nicht weiter bewegt. Ja, läd mir doch mal, stürztest du jetzt auch mal den? Warum musst du eigentlich immer dann springen, wenn ich komme? Nur mal so generell gefragt. Meine Fresse, willst du mich eigentlich gerade verarschen? Der stand doch eindeutig auf dem Block, sag mal. Meine Güte. Meine Güte. Blöde Kanone, ey. So. Die schießt uns nämlich nicht nach Welt 5. Und auch nicht nach Welt 8, sondern nach Welt 6. Ja. Das Witzige ist, es gibt keine einzige Kanone, die einen nach Welt 7 schickt. Es gibt nur welche für Welt 5, Welt 6 und Welt 8. Die in 1 und 2 sind zu Welt 5. Die in 3 und 4 sind nach Welt 6. Und die 5er ist bis Welt 8. Und die 6er natürlich. Aber es gibt keine einzige, die einen nach Welt 7 katapultiert. Das ist ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Okay, ist halt so. Hashtag ist so. Jedenfalls muss man die Kanonen aktivieren, weil ansonsten, also was heißt aktivieren, man muss die Level davon spielen, weil ansonsten hat man nicht 100%. Das sagt einem das Spiel dann auch am Ende, sonst kommt man am Ende nur über und hat alle Sternmünzen gefunden. So kommt dann auch, dass man das gesamte Spiel wirklich abgeschlossen hat, wenn man die Kanonen benutzt. Wollte ich nur mal erwähnt haben. So, schon mal so schön elegant in Welt 6 positioniert, machen wir dann auch hier natürlich noch die Kanone. Und damit hätten wir dann alles, weil in Welt 7 gab es keine Kanone, naja, okay, wozu auch, sondern nur eine Abkürzung quer durch die ganze Welt. Mit dem einen scheiß Parabeetle-Level. Abgesehen davon gab es weder eine Abkürzung nach Welt 7 noch von Welt 7 aus eine Abkürzung. Boah. Und die extremste Abkürzung ist wirklich mit die von Welt 1 nach Welt 5, weil, ey komm. Vier Welten überspringen, das ist schon herb, also was ist, ja, halt den Rest von Welt 1 und Welt 2 bis 4 eben komplett überspringen, ist schon hardcore, finde ich. Also ich finde, ja, und die von Welt 4 katapultiert eben einen nur bis Welt 6 so gesehen, also, ja, ist schon ein bisschen der extreme Abstand. Aber jetzt widmen wir uns endgültig Welt 9, sofern noch Zeit ist, weiß ich ja nicht, wie viel Zeit die jetzt verschluckt haben, die Kanonen. Ja, okay, ein Level können wir noch machen. Und um die Star World Levels betreten zu können hier, muss man in der jeweiligen Welt alle Sternmünzen gefunden haben. Da wir in Welt 1 alle Sternmünzen haben, können wir nun Level 9 einspielen. Ja, ich glaube, das erklärt sich von selbst. Und 9.1 ist jetzt ein Level, wo ich sagen muss, es ist noch ganz gut schaffbar, sage ich mal. Aber das wird nicht lange so bleiben. Es kommen schon noch Level in Welt 9, die Saustick hinter den Ohren haben. Vor allem ein berühmt-berüchtigtes ist dabei. Das muss ich sagen, das berühmt-berüchtigste Level, Level 9.7, so viel kann ich ja verraten, was das Schwerste im Spiel ist, finde ich persönlich jetzt nicht so schwer. Ich meine, ich fällt da zwar auch eine ganze Zeit lang, aber ich finde, es gibt eine andere Stelle in Welt 9, ein anderes Level, was mich deutlichst mehr ankotzt als, ja, 9.7. Bei 9.7, das geht irgendwo noch. Aber diese andere Stelle da. Hier haben wir schon mal der erste Starcoin. Sind schon mal gut dabei. Jedenfalls diese andere Stelle. Diese Stelle, die ist da. Die Tuch. Oh, das war echt übel. Ganz schön knapp. Okay, haben auch so die Starcoin bekommen. Läuft. Gott, was willst du denn jetzt? Stirb.
fehlt uns jetzt noch eine Starcoin und ich glaube, die war auch ein bisschen übel. Dich wollte ich gar nicht einführen, oder? Nee, da geht's nicht rein. Ich dachte eigentlich, da ging es rein. Aber nur, da geht's gar nicht rein. Ist auf jeden Fall irgendeine Röhre. Ach Gott. Geht mir jetzt bloß nicht auf die Nerven. Alter, wie kommt... Wie schnell kommt die da wieder raus? Gibt's doch nicht. Ich dachte, die bleibt da jetzt eine Zeit lang drin, aber... Nö. Schauen, ob die Post da ist. Passt. So. Dann hätten wir auch alle drei Starcoins. Gibt's da noch irgendein furioses Item? Nee. Also weiter. Auf zum Ziel. Oh nein. Die Mega-Blockade. Hält mich aber jetzt auch nicht länger auf. Oh, Gott, come on. Lasst mich halt zum Ziel. Oh, und dann mache ich so. Das ist doch wieder mal typisch. Stellt euch mal vor, ich wäre jetzt klein gewesen. Ey. Nein! Ganz bestimmt nicht tot. Im nächsten Part geht es dann weiter mit Level 9-2. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Zumindest gehe ich davon aus. Und dann werden wir, wow, ich glaube, in den nächsten beiden Parts das Projekt abschließen. Beziehungsweise eigentlich in den nächsten drei Parts. Ja, kommen noch drei Parts. Also, bis zum nächsten Mal bei Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Ciao.